Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch beim großen Plattmachen, großen Abbauen. Versuchen jetzt hier nach hinten abzugraben. Wir brauchen auch wieder Steine. Wie man sieht, sind auf 2200 runter von. Vergesse es immer. Wir haben. Z 8000, ja. Das sind immer 5 mal 20. Also 100 Stockpiles. A80 sind 8000, ja. Und ihr findet echt keinen besseren Weg, oder? Na guck mal, Bestial findet einen besseren Weg. Die große Frage ist, Flatten Task? Eins zu. Ja, das ist dann ein bisschen. Ja, müssen wir wirklich warten, bis da alles weg ist. Ah, interessant eigentlich. Also ja, den Block da würden sie wegmachen. Den da wieder nicht? Ah doch, den da auch. Und sogar den da oben. Hier bröckelt's langsam wieder mal. Du wirst mich veralbern, oder? Der wollte tatsächlich da unten hinrennen und was weghauen. Irgendwo hier unten. Und ich dachte, sie machen sich die Mühe nicht. Also ja, lassen wir sie erstmal hier durchflatten.
Die paar Steine da unten, die ignoriere ich jetzt mal. Sie spawnen eh gerade schon. Und flop weg sind sie. Gut, das klappt alles. Ja, hier, wir sind schon auf unter 2000. Aber ich denke mal, hier sollten wir das noch durchschaffen. Hier brauchen wir noch 720. Und ja, wenn, dann kann ich sie auf der Seite mal ein Stück entfernen lassen. Wenn ich auf der Seite warte, oder ich lasse sie auf der Seite ein Stück entfernen. Gucken wir einfach mal. Erstmal müssen Sie hier auffüllen. Fertig. Und ja, es wird wieder stockduster. Wo ich leider nicht so viel dran ändern kann. Es geht wieder sowas los. Warum hat er nur 13 abgeliefert? Naja, auch egal. Wärmen wir uns mal unsere Lichtquelle auf. Übrigens gerade jetzt erst auf, wie sie das mit den Texturen gemacht haben, wenn man mal näher rangeht. Da liegen hier nur hier oben einzelne Steine, die man richtig sehen kann. Und drunter ist alles so ein Matscheklumpen. Auch hier drüben beim Eisen. Fällt einem erstmal gar nicht so wirklich auf. Bei den Steinen ist alles in Ordnung. Okay, Gras ist durch und durch eine Klumpentextur.
Also ja, mit so einer Klumpentextur meine ich halt so eine recht platte Textur. Bei den Steinen, gut, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehr gut sehen, weil es dunkel ist. Ist es eigentlich dasselbe? Haben sie wahrscheinlich auch für alle drei Sachen, diese, also Steine, Eisen und Brimstone. Ah, nicht ganz. Die Brimstones sehen, glaube ich, etwas anders aus als das Eisen, etwas spitzer. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Oh, wir sind hier fast fertig. So, jetzt fange ich an, euch zu versetzen. Vor allem, weil ihr auch wegrennen wollt. Gut. Na, bis jetzt haben wir hier nur die erste Schicht weg.
Oh ja, unsere Steine, die nehmen wirklich gut ab. Unsere Hallo? Ne? Ja. So. Nachdem man es mal ein bisschen lernt, dass es auch ein bisschen einfacher geht, etwas zu machen. Die Schicht drunter ist schon wieder. Why? Warum? Also ja, ich konnte es jetzt nicht, musste es gerade so beschreiben. Und ja, falls ihr sich gerade jetzt vor lauter Dunkelheit nicht gesehen habt, sie haben da schon wieder zwei Blöcke an der Seite rausgehauen. Wenigstens wird es jetzt wieder schön hell. Hey, und wenn wir das hier gefüllt haben, bleibt nur noch das Witzchen hier unten. Und wir haben nicht mal mehr genug Steine, um das hier zu füllen, theoretisch. Also los, meine Steinmetze. Klotzt mal ein bisschen ran. Wir brauchen Stein. Das Problem ist halt, meine Quarry-Arbeiter arbeiten nicht mal im entferntesten so effektiv wie die Flätten-Arbeiter.
Also bei den Quarry-Arbeitern passiert es viel zu oft, dass sie entweder genau so ein Zeug hier machen. Oder einfach mal stehen bleiben, weil sie ihren Punkt nicht mehr finden. Sie haben sogar hier was rausgehauen. Ah. Leute, warum? Timos, böse. Bring dein Zeug weg, du bist voll.